Der Krieg in der Ukraine bringt schon seit fast 4 Wochen großes Leid über die Menschen. Die Volkshilfe Österreich hat sofort reagiert und ist mit Hilfsgütern in die Krisenregion gestartet. Heute berichtete Volkshilfe Österreich-Präsident Erich Fenninger über die Erlebnisse und Herausforderungen, mit denen er auf der Reise konfrontiert war. Und Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Dunst erzählte über die vielen Spendenaktionen im Burgenland. So, meine Damen und Herren, wir dürfen Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Heute wird die Volkshilfe Burgenland gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich Bilanz ziehen über die ersten Wochen der Ukraine-Unterstützung, aber natürlich auch allgemein über unsere Themen, unsere Arbeit. Und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, heute hier den Herrn Magister Erich Fenninger, Geschäftsführer, Direktor der Volkshilfe Österreich, bei uns im Burgenland zu haben. Es ist uns eine große Freude, denn er ist das Gesicht der Volkshilfe, nicht nur in Österreich, sondern auch natürlich, was alle unsere Hilfsorganisationen und Unterstützungsmaßnahmen anbelangt. Das kommt eigentlich alles von dir und ich möchte mich auch im Rahmen dieser Pressekonferenz bei dir sehr, sehr herzlich bedanken. Wirklich sehr, sehr herzlich. Beginnen darf ich mit einem kurzen Überblick und Statement zur Volkshilfe Burgenland. Ja, wir haben geglaubt, wir haben es geschafft. Corona. In den letzten Wochen haben wir aber dann leider gesehen, weil man natürlich auch merkt bei unserem Personal, wir beschäftigen weit mehr als 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kann Ihnen die genaue Zahl gar nicht sagen, weil wir eigentlich täglich wachsen. Wir sind die größte Hauskrankenpflegeorganisation, wir betreuen Familien, wir haben sozialökonomische Betriebe, wir beschäftigen Langzeitarbeitslose, wir haben den ersten Sozialmarkt des Burgenlandes voriges Jahr eröffnen können und das ist alles wirklich in dieser Zeit ein ganz, ganz wichtiges Angebot. Nur, wir dachten, Corona haben wir geschafft, leider haben wir in den letzten Tagen große Probleme, wie alle anderen auch. Aber natürlich trifft es uns als größte Hauskrankenpflegeorganisation am meisten. Wir haben 12% unserer Mitarbeiterinnen in der Situation, dass sie positiv getestet sind, in Quarantäne sind und so weiter. Es wird in den letzten Tagen immer schwieriger zu schauen. Wir verpflegen nämlich als einzige in Burgenland in der Hauskrankenpflege wirklich von Kizee bis nach Kalch in Südburgenland. Aber wir werden auch das schaffen, das wird jeden Tag besser. Und die Menschen müssen sich auf uns verlassen können, denn Vertrauen ist das Allerwichtigste. Gerade dann, wenn man Engel ins Haus bekommt, deswegen Volksengel, das ist ein Wort, das unsere Patientinnen, Kunden und Kundinnen kreiert haben, weil sie jeden Tag warten. Dann kam die Ukraine. Ich glaube, dass es Ihnen genauso wie mir ging und geht, dass man diese Bilder nicht einmal mehr sehen kann. Und ich habe die große Freude gehabt, dass ich auch inzwischen, was für dich tagtäglich der Fall ist, doch einige ukrainische Kinder mit deren Omas, Mamas, Familie kennenlernen zu dürfen und in Gesprächen mich wirklich mit ihnen austauschen. Die Ukraine-Hilfe der Volkshilfe Burgenland fußt auf der Arbeit gemeinsam mit der Volkshilfe Österreich. Und ich möchte mich wirklich im Namen vieler Menschen, die wir unterstützen können, die in der Ukraine sind, noch in der Ukraine sind und hoffentlich vielleicht auch die eine oder andere Familie, die dort bleiben kann. Wir unterstützen Erich Fenninger, die Volkshilfe Österreich, mit Geld. Und Dankeschön an alle, wir haben unglaublich guten Zuspruch gehabt, denn die Menschen im Burgenland wollen helfen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier mit dem Land Burgenland, mit dem offiziellen Burgenland hilft, mit dabei sind und unser Geld geht dann auch, was wir als Volkshilfe eigens hier an Spenden bekommen, geht dann zur Volkshilfe Österreich. Warum? Hier hat in weiser Voraussicht Erich Fenninger, dem wir sehr viele Projekte, aber vor allem natürlich auch in der Hilfsorganisation verdanken, vor vielen Jahrzehnten in der Ukraine, wie auch in anderen Ländern, eine Hilfsorganisation mit aufgebaut, um Czernowitz herum. Und damit können wir den Menschen sagen, alles das, was ihr spendet, der Volkshilfe Burgenland, geht zur Volkshilfe Österreich. Es wird in Österreich, werden Waren eingekauft. Die bringt Erich Fenninger und sein Team wöchentlich
mit Lastern rund um Czernowitz und so weiter. Er weiß genau, was die Menschen dort brauchen. Und ich möchte mich auch dafür entschuldigen, wir haben es versucht, weil viele Menschen angerufen haben und gesagt haben, ja, wir hätten, so wie das letzte Mal, 300 Backelnudeln gekauft. Bitte bringen Sie das in die Ukraine. Wir hätten das gesammelt, das gesammelt. Ich muss mich wirklich dafür entschuldigen, dass wir das nicht bewältigen können. Das können wir nicht tun. Wir haben das natürlich dann alles abgeholt, um die Menschen nicht zu enttäuschen. Aber es ist uns ganz wichtig, wenn die Menschen uns das Geld geben, das wir der Volkshilfe für Österreich geben oder dem offiziellen Land Burgenland mit der Organisation Burgenland hilft, weil dann wirklich eins zu eins das bei den Menschen durch dich ankommt, weil du genau zielorientiert in Österreich Waren, Medikamente, alles andere kaufst und das dann wirklich direkt dort übergibst. Vielen Dank dafür und wie gesagt auch danke an die Menschen im Burgenland für das Verständnis, dass es unmöglich ist, Sachspenden ständig irgendwo abzuholen. Das übersteigt unsere Möglichkeiten, aber ich möchte mich wirklich sehr, sehr herzlich bedanken. Ja, das, was wir in Burgenland tun, also wir helfen als Volkshilfe Burgenland in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass wir die Geldspenden unter Burgenland hilft, direkt an die Volkshilfe Österreich geben und da wird eingekauft für die Menschen, die in der Ukraine sind. Auf der anderen Seite helfen wir natürlich den Menschen, den Flüchtlingsfamilien, die aus der Ukraine schon da sind. Da gibt es so Geschichten wie Familie kommt, es gibt keine Ausstattung für die Räume. Wir haben das Projekt Schatzgrube in Großpetersdorf. Wir können dort Möbel herausnehmen und können ganze Häuser ausstatten, weil die Menschen uns ihre Möbel schenken und wir können das dann weitergeben. Oder es gibt eine Familie, die strandet und sagt, wir wollen nicht bleiben, wir wollen nach Schweden, aber wir haben kein Geld zum Weiterreisen. Und da geht es immer ganz, ganz um schnelle Hilfe. Ich habe mich dann auf die Socken gemacht sozusagen und habe dann der Familie von der Volkshilfe Burgenland einfach das Geld gegeben und die sind zwei Tage später nach Schweden weitergereist. Das könnte ich so weiter erzählen, keine Sorge, mache ich nicht. Aber das ist einfach etwas, wo wir im Burgenland selber individuell helfen. Wie gesagt, mit ganz verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen. Ich darf mich noch einmal bei dir sehr herzlich bedanken. Ich habe lange überlegt und habe herumgegoogelt und dann habe ich gesehen, Tulpen, Freiheit, Frieden, Sonnenblumen, die auch ein Symbol sind, gibt es noch nicht. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit. Es macht unglaublich viel Freude, bei all dieser schwierigen Zeit mit dir zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, du hast auch mit dem Benefizkonzert, wo du gemeinsam mit dem zweiten Veranstalter unglaubliche 800.000 Euro zusammengebracht hat. Und die Menschen, das weiß ich aus vielen Gesprächen in Burgenland, die wollen sicher sein, dass ihr Geld ankommt und ihre Spende ankommt. Und du bist eigentlich das Gesicht dafür. Vielen herzlichen Dank. Und ich darf jetzt natürlich gibt es auch einen burgenländischen Wein. Danke. Vielen Dank dir. Danke. Darf ich gleich an dich weitergeben? Du bist jetzt vor Ort, du erlebst es oft genug persönlich. Ja, also erstmal danke für die Einladung ins Burgenland. Zweitens einmal danke dir, lieber Präsidentin und der Volkshilfe und deinem Team, weil, so wie du schon ausgeführt hast, wird hier gesammelt im Burgenland und das ermöglicht uns zu helfen. Danke für das Engagement der Volkshilfe Burgenland und wir haben ja quasi jetzt Geburtstag auch. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, sieht man die Bedeutung, die die Volkshilfe hier in Burgenland auch hat, dass man helfen kann. Wenn ich den Fall aufgreifen darf, das, was, glaube ich, uns alle bewegt, ist, dass plötzlich in Europa Krieg herrscht. Und ich kann mich erinnern, in meinem Aufwachsenprozess hat es einmal geheißen, die Losung, stell dir vor, es gibt Krieg und es geht keiner hin. Sozusagen, wir verweigern uns, wir wollen das nicht mehr mitmachen, was andere Generationen an Leid erfahren haben, durch das, dass sie in den Krieg geschickt wurden. Und wenn man mit den Ukrainerinnen jetzt spricht, dann müsste man leider den Satz insofern verändern, stell dir vor, es gibt Krieg und du bist mittendrin. Und so geht es den Menschen jetzt in der Ukraine, dass sie, vor insbesondere die jüngere Generation, nie gedacht hätte, dass sie plötzlich angegriffen werden und dass bei ihnen Krieg herrscht.
das haben die ältere Generation hat das noch erlebt, aber die Jungen natürlich nicht. Und das war für sie genauso unvorstellbar, wie es für uns unvorstellbar ist, dass wir uns plötzlich mit dem Krieg befinden. Das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass wir nach wie vor an unseren Menschenrechten festhalten müssen, weil sie das einzige wahre Werkzeug sind, das wir haben, das den Menschen zur Verfügung stellt, dass das nicht passiert, was jetzt im Augenblick in Europa wieder passiert. Es ist nicht irgendetwas, was sich richtet gegen ein abstraktes Land. Wenn man Militärstrategen zuhört, dann wird es so anonymisiert. Aber es ist ein Krieg nicht gegen irgendein Land oder Staatsgebiete, sondern es ist ein Krieg direkt gegen die Menschen, gegen die Menschheit an sich. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit ihnen verbinden. Und das darf ich, die Präsidentin weiß, aber das darf ich auch von den Menschen der Ukraine sagen, dass ihnen auch das wichtig ist. Also, es hat ja, du hast es angesprochen, dieses große Konzert mit Ivo Tata, der auch ein Burgenländer ist, mit denen ich vor 3 Wochen, glaube ich, gesagt habe, okay, wir müssen wieder was tun. Und da war die Überlegung, gehen wir am Heldenplatz oder wo auch immer hin. Und ich habe gemeint, wir brauchen Spenden. Also insofern ist dann das Praterstadion geworden und die Menschen, die wir halt erreichen können, die sagen uns, es ist für sie wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass da draußen wer ist, formulieren sie das, dass wir da sind und dass wir Anteil nehmen, ja, dass sie das Gefühl haben, das hilft nicht zum Überleben momentan, aber es hilft ihnen moralisch, dass sie nicht komplett in der Ohnmacht versinken, dass sie wissen, dass jemand da ist, der an sie denkt. Und insofern, glaube ich, war das auch ein wichtiges Element, gerade mit Ewald Data in kürzester Zeit so ein Signal zu senden, das sie ermutigt. Und wir haben versucht, viele Bilder über unsere Kanäle in die Ukraine zu verteilen. Der wesentliche Aspekt aber, glaube ich, ist, dass sie berichten darf, ganz kurz, wie das funktioniert. Wir haben, so wie die Präsidentin Verena Dunst sagt, vor über 20 Jahren eine Volkshilfe in der Ukraine gegründet. Und diese Volkshilfe agiert wirklich hochprofessionell. Die Kolleginnen sind großteils bei uns neben ihren Ausbildungen in der Ukraine ausgebildet worden bei uns. Das heißt, sie waren in Einrichtungen der Volkshilfe, sie waren über Wochen hier. Sie haben verschiedenste Arbeiten dann in der Ukraine aufgenommen. Im Wesentlichen ist es die Obdachlosenarbeit, die Behindertenarbeit, die Versorgung von älteren Menschen mit Essen auf Rädern. Und all die Dinge können sie, beherrschen sie und wir haben sie dabei auch immer wieder unterstützt. Sie können abrechnen, sie können die Dinge organisieren, auch die notwendigen Berichte schreiben. Und seit 6 Jahren, zu dem Zeitpunkt, wo die Krim annektiert worden ist, gibt es Binnenflüchtlinge. Und die Binnenflüchtlinge sind natürlich in den Westen der Ukraine gegangen. Und das heißt, seit 6 Jahren besteht eine Aufgabe der Volkshilfe Ukraine, dass man die Binnenflüchtlinge versorgt. Was heißt das konkret? Wir schaffen Wohnraum in Tschernowitz, so wie du gesagt hast, oder auch in der Umgebung. Wir sind auch in Kiew, in Lviv, also Lemberg, auch tätig. Und dort hat man Wohnraum geschaffen. Und in den Wohnraum sind die Menschen eingezogen und wo jetzt in den letzten Jahren ja Frieden im Westen war, haben wir versucht, in erster Linie die Frauen dabei zu unterstützen, dass sie wieder sich verselbstständigen können, dass sie Erwerbsarbeit begründen jetzt in einer neuen Region und dass sie bei ihren oftmals Handarbeiten unterstützt werden, dass sie diese Produkte verkaufen, damit sie ihre eigene Existenz finanzieren können. Damit ende schon. Und komme jetzt zur Gegenwart. Am Beginn, die ersten Tage, haben wir noch geglaubt, dass es ausreicht, ihnen Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie vor Ort einkaufen. Das entspricht den internationalen Standards der Hilfe, dass man natürlich in der Region eigentlich einkauft. Das hat man aber gesehen, dass die Versorgungslage und in den letzten 3 Wochen ist die natürlich immer schlechter und dramatischer geworden, weil die internen Verbindungen gekappt sind, also die zum Beispiel die Apotheken bekommen keine Produkte mehr, auch die des täglichen Lebens wie Blutdrucksenkungsmittel zum Beispiel gehen aus oder andere Dinge. Und deshalb haben wir von ihnen Listen, und das sind die Listen, die Präsidentin angesprochen hat,
die relevant sind. Und die relevantesten Produkte sind für sie haltbare Lebensmittel, möglichst in den Familienpackungen Konserven, die sie entweder kalt oder erwärmen können, essen. Das zweite sind die Isomatten, also und Decken, Schlafsäcke, damit diese Massen an Menschen jetzt aufgenommen werden können, dass sie in Wohnungen schlafen können, beziehungsweise in den Luftschutzkellern gehen können, um dort also geschützt zu sein vor Kälte. Und das dritte sind die medizinischen Produkte. Also deshalb versuchen wir also Einwegspitzen, Mullbinden, Verbandsmaterial, Blutstiller zu bekommen und das hintransportieren. Jetzt nochmal konkret, wie funktioniert das? So wie du gesagt hast, habe ich den ersten Transport jetzt selbst einmal organisiert, weil ich mir gewiss sein will, dass das funktioniert. Also wir fahren über Ungarn, Rumänien, dann an der Grenze nach Czernowitz ein. Wir werden hier dankenswerterweise vom österreichischen Bundesheer unterstützt. Das heißt, wir stehen da in Verbindung und uns wird halt gesagt, wie hoch die Gefährdungssituation sie im Augenblick darstellt. Und dann fahren wir rüber nach Czernowitz momentan. In Czernowitz gibt es eine riesen Sporthalle, die jetzt umfunktioniert worden ist, wo die Mitteln sozusagen unter Schutz der dortigen Sicherheitskräfte eingebracht wird. Es arbeiten dort die Bürgerinnen zusammen, also das sind mindestens jede Stunde 150 Personen, die an 40 Tonnen innerhalb von 45 Minuten ausladen und entladen. In der Halle wird es dann sortiert, also die Nahrungsmittel, gleichzeitig die Decken und das Verbandsmaterial. Wir, die Volkshelferin der Ukraine, fahren dann zu den eigenen Einrichtungen, die permanent wachsen. Es sind offiziell momentan so rund 50.000 Menschen offiziell registriert an Flüchtlingen in Czernowitz. Czernowitz hat ungefähr 240.000 Einwohnerinnen. Und die Zahl sind nur die Registrierten. Das heißt, es sind wahrscheinlich die doppelte Anzahl vermutlich schon dort in der Region. Wir fahren dann unsere Volkshelferinnen hin zu diesen Notschlafstellen, kann man sagen, bringen dann die Verpflegung dort ein, die Decken etc. und auch die medizinischen Materialien. Über das hinaus wird in der Region faktisch werden die Lebensmittel an die auch vulnerablen Gruppen gebracht, also die besonders schutzbedürftig sind, verletzt sind, alte Menschen, behinderte Menschen, und werden ihnen die Lebensmittel übergeben. Und über Czernowitz hinaus und der Region werden die Mittel, die dort eingebracht werden, in die Städte oder Gemeinden gebracht, die auch unter Beschuss stehen. Und die portionieren es dort in 15 Kilo Säcke, also wo 15 Kilo an Nahrungsmitteln portioniert werden. Und die werden dann von Menschen aus der Zivilgesellschaft der Ukraine dann in die Gemeinden gebracht und versucht einzubringen, damit die Leute dort, wenn sie unter Beschuss stehen, sozusagen nicht ausruhen. Nachdem das wirklich funktioniert und bis faktisch auch heute funktioniert, fahren wir mittlerweile, kann man sagen, seit zweieinhalb Wochen täglich mit LKWs in die Region und fahren dort ein. Also derzeit gibt es noch keine großen Kampfhandlungen. Man hofft auch, dass das, wenn, dann sehr spät passiert. Das liegt scheinbar an dem, dass dort keine militärische Infrastruktur ist, auch der Flughafen, den es gibt, der momentan nicht in Betrieb ist. Das heißt, man hofft, dass dort also, man den Angriff nicht ausgesetzt ist. So 60 Kilometer entfernt gibt es schon Einschläge immer wieder, aber es gibt also keine großen Kampfauseinandersetzungen. Und deshalb werden wir mit den Mitteln der Volkshilfe Burgenland, mit dem, was die Burgenländer und Burgenländerinnen spenden, mit den Produkten weiter einreisen, ausladen, entladen, wieder herfahren. Und das ist sozusagen zusammengefasst das, was wir tun können. Und wo wir wirklich wahrscheinlich hingreifen Regionen, aber was man in dem Fall sagen kann, weil wir den Partner haben, kommt jede Dose, jeder Cent kommt dort an und entfaltet Wirkung. Also das können sehr die Menschen, die uns unterstützen, die Verena Dunst, ihr Team unterstützen, sich sicher sein. Und zum anderen
Aber das ist natürlich auch jetzt die Hilfe, und das hat die Präsidentin beschrieben, hier bei den Ankommenden. Da ist ja ein ganz Österreich halt in den verschiedensten Teilen halt engagiert. Einerseits, dass wir versuchen, Menschen, so wie du das Beispiel gesagt hast, dort hin unterstützen, dass sie weiterfahren können in die Regionen, wo sie Anverwandte haben, Familien haben, oder dass man halt in der Region Leute unterbringen. Und ja, danke mal vielmals an die Präsidentin und dich für dein Engagement, dass wir hier kooperieren können. Und ich kann Ihnen wirklich berichten, dass das, was wir tun, bei den Menschen, die in der Ukraine ankommen, und wir kennen ja die Zahl dank Ihnen und dank der Medien, wie viele Menschen auf der Flucht sind, aber die meisten Menschen sind in der Ukraine. Also insofern ist das schon ein Schwerpunkt, dass wir so lange wie irgendwie möglich dort konkret unterstützen. Und weil ich gefragt worden bin, was mich so besonders bewegt, ist einerseits, dass die Menschen natürlich unter dem Druck stehen, so zusammenhelfen und arbeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein purer Patriotismus ist, dem eigenen Land gegenüber, sondern dass sie einfach sagen, wir leben doch. Wo soll man hin? Ja, also wenn wir weggehen, gehen wir ins Nichts, und das beschreiben sie auch so. Und das Zweite ist, bin dann mitten in der Nacht dann ausgereist, was ich versucht habe eigentlich zu vermeiden, weil es da besonders gefährlich ist, aber das sind 12 Kilometer Staus an der Grenze. Man kann dann als Hilfsorganisation vorbeifahren, und dort fahren die Männer noch, begleiten die Frauen, und dann gibt es den Abschied an der Grenze, wo die Frauen mit den Kindern in die Dunkelheit gehen, und gleichzeitig sind viele Frauen mit Kinderwegen, mit 3-, 4-, 5-jährigen Kindern, mit einem Teddybär im Arm, die zu Fuß über die Grenze gehen, wo sie nicht wissen, was passiert jetzt mit ihnen. Also das ist schon unfassbar, finde ich, dass dieses Leid, das letztlich zur Gewaltgetriebenheit von wenigen, meistens sind es ja Männer, auch in der Geschichte immer gelesen, die bereit sind, töten zu lassen und beim Töten auch sterben zu lassen. Das ist, finde ich, dramatisch und bewegend, aber wir helfen, und Ihre Hilfe, die der burgenländischen Bevölkerung kommt, an. Danke vielmals für Ihre Einladung. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch nichts hinzuzufügen, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich möchte Ihnen gleich die Gelegenheit geben, dass Sie vielleicht unseren Herrn Direktor befragen, beziehungsweise, falls Sie noch Hintergründe oder anderes haben wollen. Nur meine Bitte noch einmal, bitte helfen Sie uns, dass das nicht bei den Menschen ankommt. Jetzt kaufen wir wieder alle Konserven, und dann können wir im ganzen Burgenland anstatt Hauskrankenpflege und sonstige Dinge tun, Waren abholen. Wir schaffen das nicht. Das muss ich immer wieder sagen, weil ich gesagt, ich kriege jeden Tag Anrufe, irgendwas abzuholen, und das ist nicht möglich.